mein Name ist Christian. Im heutigen Video möchte ich euch eine Desktop Screen Recording Software vorstellen. Was ist das? Mit einer Desktop Screen Recording Software könnt ihr Aufnahmen von eurem Desktop machen. Das heißt, was ihr auf eurem Desktop macht, wird aufgezeichnet und in Form einer Videodatei dann abgespeichert. Genauso das, was ich jetzt mache, ich mache hier ein Video für euch, das mache ich ebenfalls mit so einer Desktop Recording Software. Welche Softwaremöglichkeiten gibt es oder welche Software schauen wir uns heute konkret an? Und so heute geht es um HyperCam 3. Machen wir es mal auf, starten wir die Software. Und die werden wir uns jetzt anschauen, wie das funktioniert. So, das Starten dauert einige wenige Sekunden und dann ist auch schon der Arbeitsbereich da. Ihr könnt dann grundsätzlich eigentlich relativ schnell loslegen. Wichtig ist, ihr könnt hier den Bereich auswählen, welchen ihr aufnehmen möchtet, also einen Bereich eures Desktop, oder möchtet den ganzen Bildschirm auswählen oder nur ein Fenster auswählen. Ich klicke jetzt einfach mal den ganzen Bildschirm an. Also hier seht ihr diese rote Umrandung hier. Das ist dann der Bereich, was dann aufgenommen wird, wenn man dann nachher die Aufnahme startet. Und das ist eigentlich schon im Prinzip eine der Haupteinstellungsmöglichkeiten. Dann müsst ihr natürlich noch unter den Optionen einstellen, wo wird das Ganze gespeichert. Also ihr habt ja Videos. Dann könnt ihr zum Beispiel einstellen, wo das Video dann gespeichert wird. Ich habe hier den Videoordner am Desktop genommen, das ist dieser Ordner hier. Und hier muss dann im Nachhinein auch das Video drin sein. Derzeit ist der Ordner hier noch leer. Dann könnt ihr noch die Komprimierungsart einstellen, also welche Videokomprimierung. Es gibt hier verschiedene. Wir lassen jetzt einfach mal Microsoft Video eingestellt. Das Zielformat, also eine AVI-Datei oder WMF, ISF und so weiter. Wir lassen jetzt AVI eingestellt. Man kann noch andere Einstellungen wie die Bitrate und die Wiedergaberate pro Sekunde einstellen. Die Keyframe-Rate aller Einzelbilder kann man hier einstellen, wenn man möchte. Ich lasse im Prinzip immer alles so, wie es ist. Dann gibt es auch noch den Audio-Bereich. Das schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Im Prinzip genauso wie beim Video. Hier wird könnt ihr einstellen, welche Audiogeräte das aufgenommen werden sollen. Zum Beispiel das Mikrofon, also was man halt gerade redet, wird aufgenommen. Man kann auch sagen, okay, die Lautsprecher oder so. Dann gibt es die Audiokomprimierung. Welche Komprimierungsart kann man sich einstellen? Lassen wir jetzt auch mal so eingestellt. Die Quelle kann man noch eingeben. Das ist hier in diesem Fall die Hauptlautstärke. Man kann eine Audio-Verzögerung einstellen, das machen wir jetzt nicht. Das kann man, wenn man möchte, wenn man zum Beispiel die Audio zuerst das Video aufnimmt und die Audio-Datei dann später dann zukommt zum Beispiel. Ja, nach 10 Sekunden kommt erst der Text, was man spricht, wird dann mit ausgenommen. Die ersten 10 Sekunden nur das Video. So, dann noch eine Zielordner, wo das dann gespeichert wird. Dann gibt es noch unter Extras einige andere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel den Mauszeiger erfassen lassen oder ein Leerfenster aufnehmen. Man kann verschiedene Effekte wie Explosion zum Mausklick hinzufügen. Das kann man hier machen. Dann gibt es noch die Oberfläche, was man sich einstellen kann. Man kann während der Aufnahme Aufnahmebegrenzung anzeigen. Man kann ein Blinken anzeigen lassen. Was ich nutze, ist im Prinzip diese Hotkeys. Wenn das Programm gestartet wird, kann man mit Hotkeys im Prinzip die Aufnahmen starten. Also mit F2 startet man, kann man jederzeit andere Hotkey nehmen. Mit F3 Aufnahme stoppen, mit F4 wird ein Screenshot gemacht, kann man alles machen. Ich lasse das jetzt mal so standardmäßig eingestellt. Kontrolliere nochmal, wo das Video gespeichert wird. Okay, jawohl, das lassen wir dann so. Dann drückt man auf OK. Und wenn man dann starten möchte, kann man eigentlich schon das Video aufnehmen. Also ganz einfach, entweder drückt man hier auf Aufnahme oder man drückt eben diese Hotkey-Taste Aufnahme mit F2, was man vorher dann festgelegt hat. Ich drücke jetzt mal hier auf Aufnahme und dann schauen wir mal uns an, was er dann aufgenommen hat.
So, die Aufnahme wird gestartet. Schon läuft eigentlich die Aufnahme. Und jetzt sollte eigentlich genau das aufgenommen werden, was ich jetzt spreche. Also der Mauszeiger bewegt sich und ja, ich verschiebe hier die Dateien. Dann wird hier so verschoben. Ja, okay. So, und jetzt drücke ich F3, damit man sieht, oder damit ich das Ganze wieder stoppe. So, F3 habe ich gedrückt. Ich schließe jetzt wieder zu. So, und die Aufnahme ist jetzt auch gestoppt. Und jetzt schauen wir mal in diesen Videoordner rein, wie es ausschaut, was genau aufgenommen worden ist. So, jetzt ist hier eine Videodatei drinnen. Und das können wir uns jetzt auch anschauen. Öffnen wir diese Videodatei. So, das dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt hört ihr genau, was ich spreche. Also es funktioniert wirklich sehr einfach. So, schließen wir das Video wieder. Also ihr seht, es ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Also wirklich ein ganz tolles Tool und wirklich für Anfänger auch geeignet. So, schließe jetzt auch das Programm hier. Und das ist eben das Programm HyperCam 3. Ihr könnt HyperCam 3 testen, indem ihr also euch die Demo-Version runterladet. Hier geht ihr einfach auf eine Internetsuchmaschine, und zwar softwaregigant.com. Ja. So, dann gebt ihr zum Beispiel Hyper ein oder HyperCam, schauen wir mal, was ihr da findet. Ihr könnt auch den ganzen Softwarenamen eingeben. Also unter Hyper findet ihr hier viel mehr, als ich gedacht habe. Aber ist kein Problem, kann man sich mal anschauen. Vielleicht habe ich hier, hier haben wir schon die HyperCam, ja. Okay, dann klickt man einfach auf die Software drauf. Und dann bekommt man schon einige Infos zum Produkt. Also sich hier Bilder anschauen, man kann sich Rezensionen durchlesen. Ja, und wie gesagt, man kann hier die Demo-Version runterladen. Einfach runterladen und gleich mal testen. Das also könnt ihr dann über Software-Gigant eben machen. Und bei Software-Gigant könnt ihr nicht nur Software suchen, sondern auch Software vergleichen. Klickt einfach hier zum Beispiel auf Vergleichen. Ja, ganz eine tolle Funktion. Und dann mal im gleichen klicken und schon seht ihr Übersicht über die Softwareprodukte. Also Softwaregigant ist wirklich zu empfehlen. Und von Softwaregigant gibt es auch noch ein Offline-Tool. Das könnt ihr euch runterladen unter softwaresearchtool.com. Da klickt ihr einfach auf Free Download. So, dann wird das Ganze. Dann könnt ihr das speichern und installieren. Dann habt ihr dieses Tool am Desktop. Das ist eben dieses Offline-Tool von Softwaregigant. Gebt zum Beispiel wieder Hyper ein, wie vorher. Dann kommt ihr schon wieder zu diesem Software-Such- und Vergleichsportal, was wir eben vorher auch schon gesehen haben. Haben wir dann auch schon wieder HyperCam. Also wirklich eine tolle Sache. Das war's schon wieder von meiner Seite für heute. Falls ihr noch Fragen habt, diese könnt ihr stellen unter der oben eingeblendeten Fanpage. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.